In diesem Video werden wir die Gasnachweise thematisieren. Wir gehen dabei der Frage nach, welche Gase entstehen bei der Reaktion von Säuren mit Gesteinen und Metallen. Gase kann man nachweisen, indem man sie auf Eigenschaften wie zum Beispiel Brennbarkeit oder die Reaktion mit Kalkwasser untersucht. Prinzipiell stehen uns dabei drei Proben zur Verfügung. Zum einen die Kalkwasserprobe, mit der wir Kohlenstoffdioxid nachweisen können. Zum anderen die Knallgasprobe, mit der wir Wasserstoff nachweisen können. Oder schließlich die Glimmspanprobe, mit der wir Sauerstoff nachweisen können. Du kannst dir gerne nochmal die Beschreibung der einzelnen Proben durchlesen, um zu erfahren, wie diese Proben durchgeführt werden müssen. Für die Durchführung der folgenden Gasnachweise brauchen wir unter anderem folgende Materialien: Teelicht, ein gebogenes Glasrohr, ein Trichter, eine Schutzbrille und ein Stift. Außerdem benötigen wir verdünnte Salzsäure und Kalkwasser. Für den ersten Versuch benötigen wir zwei Reagenzgläser. In einem befindet sich Magnesiumband und in dem anderen Magnesiumcarbonat, also Marmor. Im ersten Versuch werden wir mit Hilfe der Kalkwasserprobe nachweisen, ob Kohlenstoffdioxid entsteht, wenn wir Magnesiumcarbonat, also Marmor, und Salzsäure miteinander verbinden. Zunächst müssen wir Kalkwasser in ein Reagenzglas füllen. Anschließend füllen wir etwas verdünnte Salzsäure in ein Reagenzglas mit Magnesiumcarbonat. Nun verbinden wir beide Reagenzgläser mit einem gebogenen Glasrohr und versuchen, das austretende Gas, was in der Verbindung von Magnesiumcarbonat und Salzsäure entsteht, im Reagenzglas mit Kalkwasser aufzufangen. Wir können eindeutig erkennen, dass sich das bisher klare Kalkwasser langsam milchig trübt. Wir beobachten, also eine Trübung des Kalkwassers. Daraus können wir deuten, dass es sich bei dem entstandenen Gas um Kohlenstoffdioxid, also CO2, handelt. Im zweiten Versuch verbinden wir Magnesiumband und Salzsäure. Ein eventuell entstehendes Gas leiten wir wieder über ein gebogenes Glasrohr in Kalkwasser. Schaue, was passiert. Wir beobachten diesmal keine Trübung des Kalkwassers. Deshalb lässt die Deutung zu, dass kein Kohlenstoffdioxid, also kein CO2, entstanden ist.
Im dritten Versuch schauen wir mit Hilfe der Knallgasprobe, ob bei der Verbindung von Magnesiumcarbonat und Salzsäure Wasserstoff entsteht. Dazu füllen wir wieder Salzsäure in ein Reagenzglas mit Magnesiumcarbonat und versuchen mit einem weiteren Reagenzglas das entstehende Gas aufzufangen. Dieses Reagenzglas halten wir über ein brennendes Teelicht und schauen, ob wir einen Plopp hören. In diesem Versuch hören wir kein Geräusch, also kein Plopp. Daraus können wir schließen, dass auch kein Wasserstoff entstanden ist. Im letzten Versuch versuchen wir mit Hilfe der Knallgasprobe herauszufinden, ob Wasserstoff entsteht, wenn wir ein Magnesiumband mit Salzsäure verbinden. Zunächst schütten wir wieder etwas Salzsäure in ein Reagenzglas mit einem Magnesiumband und fangen das ausströmende Gas mit einem weiteren Reagenzglas auf. Bei diesem Versuch hören wir ein deutliches Plopp. Wir konnten deutlich ein Plopp hören und daraus schließen, dass Wasserstoff, also H2, entstanden ist. Folgende Reaktionsgleichung können wir aus unseren Versuchen ableiten. Magnesium und Salzsäure reagieren zu Wasserstoff. Magnesiumcarbonat und Salzsäure reagieren zu Kohlenstoffdioxid. Dies sind vereinfachte Reaktionsgleichungen, weil bei diesen Versuchen noch andere Stoffe entstehen, die wir nicht nachgewiesen haben.